Ja, servus und hallo YouTube. Herzlich willkommen wieder mal in einer weiteren Folge hier auf der Wildbachtal. Ja, der Mängler-Ladewagen, den musste ich oder werde ich noch reparieren müssen. Das eine Tastrad vorne, das verliert Luft. Da habe ich einen neuen Schlauch bestellt. Da ist irgendwo was reingefahren. Und soweit abgeschmiert habe ich ihn schon, weil wir wollen ja auch noch Silage machen. Aber heute wollen wir erstmal Pferdesilage machen. Das ist oben der Acker, den wir gedroschen haben. Also Pferdefeuchtheu ist das ja dann. Und es gibt eine Neuerung. Der MB-Trag ist weg. Ja, ich habe im schweren Herzens dann doch verkauft. Es gab noch sehr, sehr gutes Geld. Und habe im Tausch einen anderen Schlepper genommen, weil wir müssen den ja eins zu eins austauschen, ersetzen. Weil wir ja der PS-Klasse gar keinen Schlepper haben. Gerade da für Ladewagenarbeiten und Pressarbeiten hier oben am Berg, da ist dann doch der Deutz bzw. der Case dann doch viel zu schwach. An den kleinen Deutz brauchen wir es gar nicht dranhängen. Und aus diesem Grund haben wir uns einen Schlepper geholt. Also man kann es schon einigermaßen erkennen. Das plätzt hier was Rotes raus. Wir gehen mal hin. Ja, es ist ein Same geworden. Ein Italiener. Ein Super Titan. Mit 190 PS. Ja, Baujahr. Ende. Boah, ich glaube Ende 90. Anfang 2000. Und ist auch noch richtig gut erhalten. Also mir gefällt er sehr gut. Wir können ja mal einsteigen. Was schon mal sehr gut wirkt, ist auf jeden Fall hier das. Ne? Der Command-Stick kommt ein Stück nach vorne. Das Lenkrad fährt runter. Simple IC ist schon mal so weit verbaut, wie man hier sieht. Ne? Also Türen gehen auf. Dauert immer ein kleines bisschen. Frontscheibe ist, sowieso, ist geklebt, also die geht auf keinen Fall aus. Und was wir halt noch haben, ist auch hier Licht, ne? Man sieht das hier, ich kann hier das Licht anmachen. Es geht auch das Licht an, wenn ich die Türen öffne. Ich kann das mal kurz demonstrieren. Es geht also auch auf der anderen Seite. Heckklappe kann man hier hinten aufmachen. Der Dachluke geht auf. Also es ist schon ein richtig schönes Gerät. Ich habe auch schon mal hier Raps abgefahren bzw. verkauft. Das hat sehr gutes Geld gebracht. Den hat man ja erst geerntet. Dann haben wir da auch schon mal wieder einiges weg. Ich habe auch den Kredit mit dem Überschuss etwas getilgt. Da sind wir schon eine ganze Ecke runtergekommen. Ja, und haben immer noch 50.000 Euro knapp. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal her und werden erstmal Rundballen pressen. Wollen mal gucken, wie das neue Gerät sich so anfühlt. Soundtechnisch natürlich auch ein Wahnsinn. Getriebemäßig logischerweise. Wie bei der SDF, also der Same Deutz Fahrgruppe. Ja, es ist baugleich mit dem Hürlimann, mit dem Lamborghini und auch mit dem DX681. Und soundtechnisch ist er wirklich gut. Da können wir losfahren. Also schon ein richtiges Mördergerät. Ist nicht ganz so aufdringlich wie der MB-Truck, aber er fühlt sich gut an, hört sich gut an. Also schon richtig gut. Und dann mal gucken, die Presse müsste eigentlich hier drin stehen, wenn ich mich nicht irre. Aber ich irre mich ja oft. Aber ich meine, die steht wirklich hier drin. Ist halt auch ein Kompromiss, ne? Zwischen Schaltung und halt Knöpfe drücken. Also es ist nicht komplett ein Vario-Getriebe. Hat 9 Vorwärtsgänge. Das ist schon mal richtig gut. Dann fahren wir mal rückwärts vorsichtig hier dran. Müsste schicken. So, mal angekoppelt. Ah, ich habe wieder vergessen. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich mich daran gewöhnt, dass der IC hat. Jawohl.
Lenkrad fährt dann immer automatisch runter, das ist schon mal ganz schön. Warum es nicht immer mit dem IC auch selbstständig zu machen? Dann würde ich sagen, sehen wir mal zu, dass wir hochkommen. Und auch gut hier raus. Also soundtechnisch, das ist schon ein Träumchen. Was auch noch schön ist, man kann vorne Vorwärts-Rückwärts-Schaltung, wie man sieht. Das ist hier unterstützt im Armaturenbrett. Das ist auch schon mal richtig gut. Was jetzt noch lichttechnisch hier, müssen wir mal gucken, wenn es dunkel ist. Aber es sieht aus, als wäre da relativ viel beleuchtet. Ja, gucken wir uns mal an, wenn es mal demnächst mal dunkel ist. Fangen wir erstmal an mit dem Bremsen. Boah. Sollte schicken. Los geht's. Ach, ich wollte gerade sagen, kann doch eine Luzerne sein. Wir hatten noch einen angefangenen Ballen hier drin. Das hat mich jetzt gewundert eben. Mal einen Schreck bekommen. Mal gucken, ob wir das bis oben packen, weil den wollte ich hier am Steilhang nicht runterlassen. Aber ich denke, das geht sich noch aus. Oh. Doch ein Gang niedriger schalten. Das packt er nicht. Das ist zu niedrig. Eben geht's doch. Ansonsten muss ich erstmal abdrehen, weil der geht ja runter wie ein Geschoss, wenn der hier aus fertig werden sollte. Ne, das passt sich, das passt, das passt. Können wir bis oben durchziehen. Und dann will ich mal kurz einen Ballen erstmal rauslassen. Mal gucken. Hoppla. Achso, das war ja der Luzerneball. Ach. Wir müssen ja nochmal warten. Dann gucken wir jetzt mal. Gucken, wie lange noch wickelt. Ist er fertig? Dann lassen wir den mal runter. Nee. Der braucht noch einen kleinen Augenblick. Bremse habe ich drin, Gang ist draußen. Jawohl. Funktioniert. Na, ich habe wieder vergessen, ne? Da muss ich erst dran gewöhnen. Lenkrad runter. Und Handbremse raus, dann geht's weiter. Müssen wir mal gucken, wo wir die dann gewinnbringend verkaufen. Die werde ich dann logischerweise runterfahren zum Reiterhof. Weil Pferdesilage können wir hier oben nicht gebrauchen. Ich glaube, die geht auch gar nicht mal in die BGA. Aber die lässt sich ganz gut verkaufen. Die haben da große Nachfrage danach. Ja, müssen wir mal ein Stück runterschalten. Hier geht es nämlich jetzt steil runter. Ach, jetzt weiß ich auch, was das vorhin war. Das war der Ballen. Der musste rausgeladen werden. Deshalb hat die Drehzahl bis in den Keller gegangen.
Das war's vorhin mit der falsche Gang. Ich wollte gerade sagen, der muss das doch im ersten Gang packen. Ja, also wie gesagt, soundtechnisch ist das schon eine, ich beinahe gesagt, eine Augenweide, ein Ohrschmaus. Also das ist schon Wahnsinn. Ist mal was anderes. Und wie gesagt, von der PS-Klasse her richtig gut. Ist im Endeffekt ja ein DX. Ne? Das ist ja ein und dasselbe Getriebe. Kam ja von Same. Aber so muss man jetzt ständig dann auch überall mit dem Deutsch spielen. Da kann man auch immer mit dem Schlepper spielen. Und hat von der Technik her fast das Gleiche. Nur die Farbe, da müssen sich die Grünen dran gewöhnen, dass die rot ist. Aber lassen wir den mal hier raus. Da liegt er ganz gut. Dann nehmen wir hier noch ein Stückchen mit, dann kann ich den nämlich hier auch nochmal rauslassen. Den will ich jetzt sicherheitshalber auch hier abstellen. Weil die werden sonst wie Geschosse, wenn die das Tal runterkullern. Sollte man auch sowieso nie machen, mit den Händen oder irgendwie versuchen, sich in den Weg eines rollenden Ballen zu stellen. Das kann böse ausgehen. Im schlimmsten Fall rollt er über euch. Also es gab, glaube ich, schon mehrere, die das versucht haben. Wenn er rollt, lässt ihn rollen. Und wenn er die Zäune kaputt macht, dann lass es halt die Zäune kaputt machen. Aber aufhalten, Silageballen schon mal gar nicht. Heu und Stroh wüsste ich jetzt nicht, ob man das mal auch machen sollte. Aber ich denke, das wird wahrscheinlich auch eher böse Verletzungen geben. Und endet in den meisten Fällen im Krankenhaus. Außer der rollt jetzt, was weiß ich, nur so an. Aber wenn der hier oben runterkommt und versuchst, den aufzuhalten, keine Chance. Ja, ein Silageball. Ich weiß nicht, was die wiegen. Muss ich mal gucken. Die werden schon so 300, 400 Kilo wiegen die bestimmt. Hier vorne hat man noch, glaube ich, ein bisschen liegen. Ja, das da habe ich noch im Kopf gewusst. Das nehmen wir jetzt gerade mit. Reicht's? 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 Nein, es reicht nicht. Also nochmal eine extra Runde. Dann nehmen wir die untere Spur nochmal mit. Und er ist verdammt wendig, mein lieber Schwan. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich wollte schon sagen, wir müssen nochmal zurücksetzen. Eben sage ich es noch mit der Drehzahl, wenn er anhält und den Ballen rauslässt. Da kriegt er auch im zweiten Gang. Also 12 km/h kann man fahren. Maximal. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich eher zu schnell. Aber zweiter Gang würde auch gehen. Da heult er nicht ganz so. Ja, wir müssen mal gucken, weil der nächste Schlepper, mit dem ich auch nicht ganz so zufrieden bin, ist der Case. Da würde ich mir auch gern lieber was holen, was minimal mal 20, 30 PS mehr hat. Mal ganz kurz nach hinten gucken.
Also wendig ist er, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist ja kein kleiner Schlepper. Eigentlich, das kann man ja jetzt sagen, wollte ich diese Folge eigentlich heute beginnen. Den hatte ich letztens rausgesucht, da war ich mir aber auch nicht sicher, ob der geklaut ist. Das war ein Eicher 3145, da gab es ein Modell. Aber nach so ein bisschen Recherche ist der, glaube ich, geklaut. Und dann möchte ich den auch nicht zeigen, um dann noch irgendwas zu befeuern. Das ist eigentlich schade, weil das wäre ein Schlepper, da hätte ich mich also wirklich richtig drauf gefreut. Weil der auch so relativ gut gemacht worden ist. Auch mit sogar mit Simple IC. Der hätte auch hier gut reingepasst mit seinen 145 PS. Aber ich möchte dann doch nichts oder keine Werbung machen für irgendwelche Mods, die dann doch irgendwo aus schwarzen Kanälen irgendwo herkommen. Da habe ich auch keine Lust drauf. Ja, es ist ja auch dann immer so, da gab es dann mit den Mod-Vorstellungen. Er würde noch Mod-Vorstellungen machen, er müsste sich nicht darum kümmern, ob der geklaut ist. Das ist immer so zwiespältig, weil du befeuerst das ja auch noch. Und wenn du dann auch noch eine Mod-Vorstellung machst, dann hast du dann auch noch einen Download-Link drin, den du selber reingestellt hast, dann denke ich, das ist im Endeffekt, nicht aufgepasst, nicht viel anders da, als wenn du sie gleich weitergibst. Ja, das ist immer so eine Sache. Wie gesagt, der hätte ja auch super hierher gepasst. Aber nach reichlichem Überlegen und allen möglichen Sachen, wo ich dann nochmal recherchiert habe, habe ich dann gesagt, das mache ich lieber nicht. Es gibt zwar einige, ich glaube, der Gäuboden hatten, aber der Däne hatten, denke ich, aus dem Kanal, wo er ihn auch herkriegt und zur Verfügung gestellt bekommen hat. Ja. Ansonsten muss ich mich da noch mal kümmern, ob es den irgendwo dann doch vielleicht gibt. Nur zum Zeigen ist ja auch wieder blöd. Wenn es nur privat ist, ist es ja auch Kappes. Aber wie gesagt, es ist schade, dass solche Mods der breiten Community so weit nicht zur Verfügung gestellt werden können. Gestellt werden wollen. Ich weiß es ja nicht, ob das da jetzt dann immer das Problem ist. Klar, wenn das irgendjemand rausgebracht hat, der das nicht will, dass das veröffentlicht wird und es gibt keine Freigaben, dann hast du sowieso keine Chance. Dann musst du das halt so respektieren. Ist halt immer nur schade, dass so schöne Mods, die eigentlich zum Spielen da sind oder gedacht sind, dass sie dann nur einige wenige haben und eigentlich da nur mehr Unzufriedenheit fördern. Ich meine, ist der gutes Recht, aber ist trotzdem schade. So ist halt die Wahl heute hier auf diesen Schlepper gefallen. Aber mal gucken, wir werden noch den einen oder anderen austauschen. Muss noch mal gucken, was wir dafür dann nehmen, weil ich möchte nicht überall in jedem Projekt dann die gleichen Schlepper drin haben. Das ist dann auch immer blöd, finde ich. Weil ich hätte jetzt auch hier den DX681 nehmen können. Ja, mit den veränderten Sound-Einstellungen vom Lenz. Und dann habe ich aber, wie gesagt, ich habe mich hierfür entschieden. Oh, er packt das im zweiten Gang, hätte ich nicht gedacht. Und ich denke, die Wahl ist ganz gut getroffen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den findet. Also ich finde ihn wirklich gut. Wie gesagt, gibt es noch als Hürlimann. Und auch noch als Lamborghini. Das ist halt dann einmal in der typischen silbernen Farbe, wie man heute kennt. Und früher waren die aber weiß mit blauen Streifen. Den ersten Samen, den ich kenne, ich glaube, die waren sogar mal orange. Meine ich zumindest. Weil das ist auch schon sehr, sehr lange her. Da habe ich als Kind mitgespielt, muss ich sagen. Sonst können wir es, glaube ich, mal riskieren, hier runterzufahren. Mal so einen kleinen Augenblick können wir noch. Ja, Druckluftbremse brauchst du sowieso. Die habe ich alle Schlepper bis auf dem kleinen Deutz.
den DX9 9005. Der hat keine Druckluftbremse, das gab es damals noch nicht. Aber ansonsten haben alle Schlepper hier Druckluftbremse. Weil du kannst ja gar nicht so ein schweres Gerät hier oben fahren. Ja, das heißt, der Case hat keine. Der hat keine, glaube ich. Aber der ist ja auch nicht gedacht zum Anhänger ziehen, sondern der ist eigentlich nur dafür da, als Hofschlepper mit Frontladerbetrieb und für Kleinigkeiten halt mal. Oh, ich habe wieder zu spät die Kupplung getreten. Aber soweit ganz gut gelaufen im Bressen, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ja Holz geklopft, keiner weggerollt. Soweit ganz gut. Na, die nehmen wir nachher noch mit. Da drehe ich jetzt nicht rum. Ich versuche jetzt hier nochmal hochzufahren. Aber ich denke, da werden wir nochmal einen Gang runterschalten müssen. Ist einfach ein Träumchen. Also, ich muss zugeben, früher hätte ich mit dem Schlepper nie gespielt, weil das halt meine Marke oder sowas ist. Aber ich bin ja auch mittlerweile im gesetzteren Alter. Ich probiere mittlerweile alles aus. Und der gefällt mir wirklich gut. Au. Na, der eine ist ein kleines bisschen da unten im Tal, aber das ist nicht schlimm. Da kann er hinrollen, da ist Platz. Jetzt lass die Kamera nach oben stellen, das ist so Schräglage hier. So. Ein Stück noch hier runterschieben, da war noch ein bisschen was. Pferdeheu bzw. Silage ist teuer, da müssen wir jedes Gramm Gras hier in die Ballen reinmachen. So, da denk die Bahn können wir auch noch fahren, dann können wir wieder Schluss machen. Dann haben wir es für heute. Ja, ich freue mich schon auf die Pöttinger Bressen, muss ich sagen. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie die sich am Berg verhalten. Die sind ja nochmal extrem flacher gebaut. Weil die merkst du schon, dass die ihre 140 PS verlangt, diese Bresse hier. Und ich denke mal, das ist die Bresse, wo du es in der Ebenen fahren kannst. Wir haben ja hier ganz andere Konstellationen. Ne? Boah. Wobei das ja, muss man auch schon dazu sagen, das ist das gemeinste Stück Wiese, was wir hier haben. Wobei hinten ein Stückchen ins Tal, das ist auch mit dem Zaun, das ist auch nicht von schlechten Eltern. Oh, hört er sich gut an. So. Das heißt, die war noch und da liegt noch ein Fitzelchen rechts. Fitzelchen, wie die Hesse sagen. Das kriege ich mir auch noch in die Bresse neu. Ah, schade, ich dachte, es wird noch einen Ballen geben. Aber das sieht eher nicht so aus. Ja, das macht nichts.
Auch ja, der Herr Heiliger hat die Idee so nett runtergelassen. Entschuldigung. Der sagenumwobene Knopf. Also konnte ich extra Minuten rausholen. Nee. Wirklich nett. Oh, diesmal habe ich es relativ gut hingekriegt. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt hier. Das lohnt sich nicht. Das gibt keinen Ballen mehr. Er wickelt schon. Mal gucken, vielleicht hole ich es mit dem Ladewagen oder lasse es halt hier so lange liegen. Das heißt, den nehmen wir jetzt hier gerade noch mit runter und dann seid er mich wieder los. Dann haben wir es gepackt. Ja. Passt sich farblich ganz gut. Ist auch so ein ganz gutes Gespann. Gefällt mir. So, das war die Folge, denke ich, hier mit dem Pferdefeuchtheu bzw. Pferdesilage. Ja, mal gut verpackt. Wie sind es denn geworden? Was sagt denn? Ach so, ja. Sollte mal gestiegen sein. Wenn das stimmt, waren doch keine 28 Ballen. Na. Na, wir werden es dann nochmal irgendwie sehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Na, ihn gehen wahrscheinlich noch vom letzten Mal, wo ich gepresst habe. Dann zählt das nämlich dazu. Kann ich jetzt leider momentan. Wir machen mal ganz kurz den Motor aus. So schön wie es ist. Muss ich mal durchzählen. Also, wie gesagt, die werden wir logischerweise im Verkauf geben. Die gehen runter zum Reiterhof und. Da wird es schon mal eine Stange Geld für geben. Und dann sehen wir mal weiter. Okay, gucken wir mal, was wir sonst noch machen. Morgen ist Donnerstag, da kommt die Folge. Und Freitag muss ich dann mal gucken, dann geht es wieder weiter. Das oder der Livestream, der kommt momentan nicht mehr, den ich mit meinem Kollegen zusammen gemacht habe. Und dann werde ich eventuell, das ist schon mal vorab, wenn das alles klappt, vielleicht Freitag, Samstag weiß ich nicht, aber Freitag werde ich, denke ich mal, so einen kleinen Stream losschicken. Werde aber diesmal rechtzeitig da, denke ich, dann nochmal informieren. Bleibt mir wieder nichts anderes übrig, als zu sagen, tschüss, Servus, macht's gut, ich bin raus und danke. Tschüssi.